So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute reinschaut zu meiner Sendung, in der ich einfach über Spiele sprechen möchte, die man sich so als Grundlage für eine Spielesammlung holen kann. Also wenn ihr jetzt gerade angefangen habt mit dem Hobby und seid neu in Spielen und kennt vielleicht bisher nur so Siedler, Carcassonne, Monopoly und Risiko, so die Klassiker, die im Prinzip jeder kennt, dann findet ihr hier Inspirationen, was ihr euch noch so holen könnt. Das sind einfach Spiele aus vielen verschiedenen Bereichen. Da kann man dann gucken, was passt so zu dem, was ich gerne spiele und wo hätte ich gern ein bisschen mehr. 25 Spiele ist schon relativ übersichtlich. Also eine Top 10 wäre meiner Meinung nach zu wenig. Und ich hätte auch 50 Spiele nennen können, weil zu fast allen Spielen, die es hier gibt, fallen mir noch Alternativen ein oder weitere Spiele, die auch ganz gut da reinpassen würden. Darum habe ich das jetzt mal so auf 25 begrenzt. Werde auch versuchen, mich da so kurz, wie es mir möglich ist, zu halten und nur so einen generellen Überblick zu geben. Und ich muss mal gucken, wie ich das zeitlich schaffe. Vielleicht mache ich bald dann nochmal eine Liste mit so 25 alternativen Spielen als Grundlage für eine Spielesammlung. Und dann wird es aber auf jeden Fall irgendwann auch eine Liste geben, so quasi für Fortgeschrittene, wenn man so mit diesen, sag ich mal, Einstiegsspielen durch ist, die halt alle so klein fein sind, was es dann noch gibt, was halt ein bisschen größer ist, was einfach ein bisschen mehr Regeln erfordert, ein bisschen mehr Zeit, die man da rein investieren muss. Dafür bekommt man aber oftmals auch einfach noch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, gerade wenn man so anfängt mit dem Spielen, dann ist es doch oft schön, wenn man einfach so Spiele hat, wo man einen leichten Einstieg hat, die aber trotzdem gut sind, die spaßig sind. Ich spiele davon selbst noch sehr, sehr viele, immer noch sehr regelmäßig, weil es auch einfach teilweise große Klassiker sind. Und oftmals hat man das ja auch, dass man selber gerne spielt, aber in seinem Freundeskreis vielleicht Leute hat, die irgendwie nicht so gerne spielen, weil die mochten das früher immer nicht, weil dann hat irgendwie der Bruder immer ganz auf Sieg gespielt und konnte man nicht verlieren und so. Und deswegen denken die jetzt, die mögen Spielen nicht, aber das gibt es nicht. Es gibt, glaube ich, wirklich kein Mensch, der nicht gerne spielt. Man muss nur das richtige Spiel für einen finden. Die einen mögen mehr Strategie, die anderen mehr so kleine Zockerspiele, die anderen mehr so Kartenspiele, die anderen mehr so Wettkampfspiele, andere mehr Geschicklichkeitsspiele. Es gibt ja alles Mögliche. Darum habe ich versucht, mal so alles hier in diese Liste reinzupacken. Und vielleicht seid ihr auch selber Spieler und habt aber irgendwie mögen eure Leute so die Spiele, die ihr spielt, immer nicht. Da muss man durchaus ein bisschen offen sein. Wie gesagt, manche Leute sagen halt, ich kennen selbst welche, die sagen, sobald ein Brett auf dem Tisch liegt, ist das ja langweilig, das wollen wir nicht. Da muss man halt so die tollen Party-geselligen Spiele rausholen. Ich habe zu diesen ganzen Kategorien auch nochmal extra Listen gemacht. Also, wenn ihr da auf meinen YouTube-Kanal guckt, dann findet ihr da die besten kooperativen Spiele, die besten Party-Spiele. Da gibt es nochmal viel, viel mehr Inspiration. Aber das hier ist jetzt so die Übersicht mit den Grundlagen. Wie gesagt, ich habe das immer so nach Kategorien sortiert und fangen wir doch einfach direkt mal an. Und zwar fangen wir erstmal mit den kleinen und feinen Spielen an. Das heißt, es sind Spiele, die es oftmals so im Kartenspielformat oder halt wirklich so im kleinen Format gibt, die oft auch nicht teuer sind, die aber trotzdem sehr, sehr, sehr viel Spielspaß bieten. Ich habe die einfach mal alphabetisch sortiert. Das erste ist Kakerlakensalat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt aus dieser Kakerlaken-Serie von Drei Magier viele verschiedene Spiele, die alle so dieses Ungeziefer-Thema haben, die aber wirklich richtig gut sind. Bei Kakerlakensalat geht es im Prinzip darum, dass es vier verschiedene Gemüsesorten gibt, irgendwie Salat, Tomate, Paprika und Blumenkohl. Und die sind immer auf so Karten drauf. Jeder bekommt einen Stapel Karten. Man deckt einfach die oberste Karte auf, legt sie hin und sagt, was da ist. Also meinetwegen Tomate, wenn es eine Tomate ist, dann legt legt einen Salat drauf, dann irgendwie einen Blumenkohl und zwar so lange, bis was hingelegt wird, was da schon liegt. Also wenn da schon eine Tomate liegt und ich decke eine Tomate auf, darf ich dazu nicht Tomate sagen, sondern muss dazu Paprika, Salat oder Blumenkohl sagen. Sage also Blumenkohl dazu, dann ist der Nächste dran, legt vielleicht einen Blumenkohl da drauf, weil der gerade als Nächstes kommt, dann darf der dazu nicht Blumenkohl sagen, weil meine Tomate ja ein Blumenkohl ist, aber die Karte, die da zu sehen ist, ist auch eine Tomate, also darf er zu seinem Blumenkohl weder Blumenkohl noch Tomate sagen, sondern muss wissen, dass er dazu Paprika oder Salat sagen muss. Und das geht zwar, wenn man da lange drüber nachdenken kann, aber man deckt nicht die Karte auf und sagt, Toblu-Salat, weil es ist kein Toblu-Salat, es ist ein Salat. Also legt man Karte auf, sagt Salat. Wenn man sagt Toblu, was auch immer, dann kriegt man diesen ganzen Kartenstapel, der da ist. Ab und zu werden noch so Kakerlakenkarten aufgedeckt, dann wird der Stapel beiseite gelegt, da liegt dann meinetwegen eine Tomate oben auf der Kakerlake und dann darf man nie wieder Tomate sagen, solange irgendwer einen Fehler gemacht hat. Das heißt, dann kann man halt nur noch Paprika, Salat und Blumenkohl sagen und dann wird es richtig crazy. Das Spiel kostet irgendwie einen Zehner, ist super gut, kann man international mit allen möglichen Leuten spielen, bis zu 6 Leuten, geht auch schon zu zweit, so ab 3 würde ich es dann eher meistens spielen, kann man im Freibad spielen, mitnehmen, irgendwie im Zug oder so, super gut, super witzig, wird auch sehr, sehr viel gelacht gerne dabei, wirklich ein tolles Spiel. So, das nächste ist Kuhhandel, auch so ein super alter Klassiker, bei dem es einfach darum geht, gut zu verhandeln, gut zu bluffen, man hat so Tierkarten, die man so hin und her tauscht und da muss man immer so grob den Wert einschätzen und muss dann auch seinem Mitspieler gute Angebote machen und hoffen, dass er es annimmt oder dass man aber selbst einen guten Deal macht und es werden auch mal so Karten versteigert, die man dann haben will und dann bieten sich halt die Leute hoch und manchmal bieten die irgendwie zu wenig und man denkt sich, Moment, für die Karte 20 Geld? Nee,
dann kauft man selbst sie für 20. Also man hat immer, ne, das Gebot geht dann hoch, irgendwie 10, 20, 50, 100. Und wenn ich dann denke, boah, 100, das Ding ist eigentlich 300 wert, dann kann ich auch sagen, ich gebe dir, dem das Hilfsgebot gemacht hat, das Geld, was dafür sorgt, dass diese Preise realistisch sind. Und man weiß bei diesem Spiel auch immer nicht, wann ist was wie viel wert. Und man hat am Anfang so einen Grundstock an Geld und im Laufe des Spiels kommt dann noch mehr Geld zu. Aber es kann sein, dass gleich am Anfang die ersten zwei Preiserhöhungen reinkommen oder erst ganz zum Ende, was das gleichmäßig verteilt ist. Dadurch entwickelt sich auch immer wieder eine neue Dynamik, die Gebote werden immer wieder anders. Also wenn ihr so Spiele mögt, wo ihr wirklich interaktiv mit euren Mitspielern spielen müsst, verhandeln müsst, auch so ein bisschen bluffen müsst bei diesem Kuhhandel, den man da macht, dann ist das ein alter Klassiker, der mittlerweile bestimmt schon 30 Jahre auf dem Buckel hat, der aber immer noch richtig, richtig gut ist. Mir macht da richtig viel Spaß und ich würde euch empfehlen, holt euch gleich die Master-Version. Da sind noch so zwei, drei neue Tierarten drin, die das Ganze noch ein bisschen pfiffiger machen. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, das auf jeden Fall in jeden Haushalt gehört. So, das nächste ist Love Letter. Das gehört eher in die Reihe der Mikrospiele. Also das Spiel hat nur 16 Karten, super einfache Regeln. Im Prinzip hat man eine Karte auf der Hand, man zieht eine zweite Karte, sucht sich eine von seinen beiden Karten aus, spielt die, macht die Aktion, die da drauf ist, fertig. Ziel ist es, entweder als letzter noch im Spiel zu sein oder, wenn alle Karten durchgespielt sind, die mit der höchsten Nummer zu haben. Also die 8 ist so die Prinzessin, mit der hat man dann gewonnen. Aber wenn man im Spielfall auf die Prinzessin ablegen muss, dann ist man raus aus der Runde und dann gibt es eben so andere Karten, die sagen, okay, ich spiele jetzt die auf dich, du musst deine Karte ablegen und neu ziehen. Wenn das die Prinzessin war, ist es natürlich doof. Oder dass man irgendwie eine Karte aufspielt und dann muss man seine andere Handkarte mit der von einem Mitspieler vergleichen, muss also auch so ungefähr wissen, was der noch auf der Hand hat. Und manchmal fühlt man sich auch ein bisschen von dem Spiel gespielt, was auch oftmals der Fall ist. Aber es ist einfach, super einfach, super schnell gespielt, hat, wie gesagt, selber schaubare Regeln, kann man auch überall mitnehmen, super beliebt, da gibt es auch schon so einen Nachfolger zu, der heißt Lost Legacy, da kommt noch so ein kleines Deduktionselement rein und das ist auch so ein Spiel, das war auch vor ein paar Jahren, hätte das eigentlich zum Spiel des Jahres nominiert werden sollen, laut der Meinung von vielen, ist es aber nicht geworden, aber das ist auch so ein Ding, das ist halt auch einfach super gut angekommen und das kann man auch mit fast jedem spielen, weil es wirklich von den Regeln her sehr überschaubar ist. So, und dann Machikoro, das ist so ein Städtebau-Würfelspiel, das kostet auch, glaube ich, 12, 13, 14 Euro von Cosmos. Und bei dem versuchen wir halt immer, ne, ganz, also Großprojekte in unserer Stadt zu bauen. Und immer, wenn wir dran ist, dann würfelt der. Und die Gebäude, die wir so vor uns auslegen haben, die haben halt eine Zahl. Und wenn man die entsprechende Zahl zu dem Gebäude würfelt, dann bekommt man Geld, muss Geld abgeben, bekommt so viel Geld, wie man irgendwie andere Gebäude in seiner Auslage hat, kauft sich dann neue Gebäude aus der Auslage, versucht die Großprojekte zu bauen, die haben dann mehr Würfel geben oder irgendwelche anderen Optionen. Und ja, also das ist gerade so ein Spiel, das so Siedlerspiele oftmals anspricht, weil es hat auch dieses Würfeln drin, dann darf man was bekommen, dann so ein bisschen klar, was man mit dem Geld macht, das ist eigentlich auch relativ schnell gespielt. Gibt es auch eine Erweiterung zu, die würde ich empfehlen, die ist essentiell, vor allem die Variante spielen, die hinten in der Regel drin ist, dass nicht alle Karten gleich offen auslegen, weil dann machen eigentlich fast immer das Gleiche, wenn sie es können, sondern die, dass mal so fünf Karten offen auslegen und dann zufällig einfach neue Karten da wieder ins Spiel kommen. Die Variante macht das Spiel meiner Meinung nach richtig gut, wenn man halt sowas ein bisschen strategisches, klein, süß, mit dem Würfeln, auch so ein Glückselement macht. Und ja, mittlerweile, also am Anfang habe ich dieses Spiel überhaupt nicht gemacht, mittlerweile finde ich es auch richtig gut und spiele es auch immer wieder ganz gerne mit. So, dann das Lieblingsspiel meiner Mutter, The Game, ein kooperatives Spiel, wir spielen alle gemeinsam gegen das Spiel, es gibt Karten von 1 bis 100, die werden verteilt, also jeder kriegt 6 Karten, die anderen Karten liegen halt auf dem Ablagestapel in der Mitte und unser Ziel ist es einfach, den Kartenstapel loszuwerden. Dazu haben wir 2 Kartenstapel, auf dem einen dürfen wir Abwärtskarten spielen, also von 100 Richtung unten, auf dem anderen nur nach oben, also von 1 Richtung 100, sprich, wenn auf dem, der nach oben geht, schon eine 30 liegt, kann ich da keine 29, 28, 27 drauf spielen, sondern muss immer in die höhere Richtung gehen. Und immer wenn ich dran bin, muss ich Karten spielen. Selbst wenn das bedeutet, dass irgendwie ich eine 40 spielen muss und das ist sowohl auf dem Stapel doof, wo wir ganz niedrig sind, weil dann haben wir da einen Riesensprung gemacht, oder auf dem Stapel, wo wir noch ganz hoch sind, weil dann haben wir da auch einen Riesensprung gemacht und können da keine tieferen Karten mehr spielen. Und man darf immer, wir spielen wie gesagt alle gemeinsam, aber wir dürfen nie genau sagen, welche Karten wir auf der Hand haben. Das heißt, wir können nur sagen, da nicht hin, auf dem Stapel vielleicht nur einen ganz kleinen Sprung machen und hier vielleicht auch nicht mehr so viel. Und klingt total banal, das Spiel sieht so ein bisschen düster aus, weil es so ein roten Totenkopf-Layout hat, aber es ist super gut, wie gesagt, meine Eltern habe ich das Weihnachten gezeigt und die spielen zudem rauf und runter, haben das schon allen möglichen Leuten gezeigt, die haben sich das auch alle gekauft. Also da kriegt man wirklich für 6, 7,95 unfassbar viel Spielspaß. Wenn man so eine Art von Spiel mag, ist das auf jeden Fall ein Top-Tipp. So, wenn man es ein bisschen thematisch haben will, dann kann man sich Star Realms holen. Star Realms ist so ein Deckbauspiel für 2 Leute, das super schnell ist. Das dauert so eine Viertelstunde, höchstens 20 Minuten. Man holt sich halt mit einer Auslage gegen so verschiedene Raumschiffe und Raumstationen, die man sich holen kann und dann geben manche Schiffe viel Geld, damit man sich bessere Karten kaufen kann, andere geben einem irgendwie mehr Kampfkraft, damit man den Gegner angreifen kann, seine Raumbasen zerstören kann und seine Lebenspunkte runter auf Null ballern kann. Und ja, das ist einfach, wie gesagt,
da dauert eine Partie so wirklich im Schnitt eine Viertelstunde. Das ist super schnell gespielt, super kurzweilig, weil auch immer viel von den Karten abhängt, die einfach ausfliegen und man dann immer coole Kartenkombos hat, sich freut, so das, bam, bam, bam. Kostet 12, 13 Euro. Ich glaube, ich habe in den letzten anderthalb Jahren kein Spiel gespielt, das preisleistungsmäßig besser war, weil davon spielt man Partie und Partie und Partie und Partie. Kann man auch manchmal den ganzen Abend mit verbringen. Und wie gesagt, es hat irgendwie 12 Euro gekostet. Also andere Leute, andere Verlage würden für ein Spiel dieser Art das Doppelt- oder Dreifache nehmen. Und ja, also wenn ihr das nicht kennt und ihr irgendwie mit diesem Science-Fiction-Thema ein bisschen was anfangen könnt und ihr vielleicht auch oft zu zweit spielt, dann guckt ihr Star Realms auf jeden Fall an. Preis-leistungsmäßig, glaube ich, der absolute Knaller an dieser Liste. So, und wo wir vorhin bei Kuhhandel schon bei Klassiker waren, Schweinerei, ist auch ein absoluter Klassiker, den ich auch irgendwann vor kurzem erst wiederentdeckt habe. Und das ist eben auch so ein Zockerspiel, wo man so zwei Schweine hat, die würfelt man und je nachdem, ob die auf der Seite liegen, auf dem Fuß, auf dem Rücken, auf der Schnauze, wie auch immer, bekommt man dafür Punkte. Und nach jedem Wurf kann man sich entscheiden, ob man weitermacht oder nicht. Dann sagt man Punkte, Punkte, Punkte. Wer zuerst 100 Punkte hat, hat gewonnen. Oder man kann aufhören. Wenn man aufhört, wird aufgeschrieben, ne? Ich habe jetzt bin gerade bei 30 Punkten, sage ich stopp, ich höre auf, dann sind alle anderen dran. Und wenn ich wieder dran bin, fange ich bei 30 Punkten an, egal wann ich dann raus bin, weil ich vielleicht irgendwie zu viel gezockt habe, falle ich auf 30 Punkte wieder zurück. Und der Trick ist eben, sobald die beiden Schweine auf der Seite liegen, und zwar auf unterschiedlichen Seiten, ist meine Runde zu Ende und ich verliere alle Punkte, die ich habe. Also muss ich nach jedem Wurf entscheiden, boah, ich habe jetzt schon 40 Punkte gemacht, das ist richtig viel. Ich könnte aber noch 10 machen, hätte ich gewonnen. Oder ich save das. Und der andere hat auch schon fast gewonnen, weil ihm noch 20 Punkte fehlen. Ich würfe nochmal, 3 Punkte nur gemacht. Ich würfe nochmal, jetzt liegen sie weit auf einer Seite, ich habe 43 Punkte verloren. Und dieses, mit sich selbst quasi zocken und sagen, und die anderen sagen, ach komm, einer geht noch. Und man sagt, ich save mal lieber. Und dann gewinnt vielleicht der andere, der nur 20 Punkte hatte und in der Runde es schafft, 80 Punkte zu würfeln. Super geile Spiele, man würfelt mit Schwein. Was gibt es Besseres? Das kann man auch betrunken mit 5 Promille noch spielen und hat einfach super krassen Kultcharakter und ist immer noch ein richtig, richtig gutes Spiel. So, Quicks ist ein Spiel, von dem ich sicher war, dass ich es hassen werde, wie die Pest und nicht mögen werde. Ich habe mich selten so geirrt, weil richtig, richtig toll ist, obwohl es eigentlich total stumpf ist. Es ist ein Würfelspiel, bei dem es verschiedene Würfel gibt, irgendwie 4 Farben und 2 weiße. Wenn man dran ist, nimmt man alle Würfel und muss die dann halt miteinander kombinieren. Man kann entweder die 2 weißen Würfel kombinieren und oder ein weißen mit einem anderen farbigen Würfel. Und wenn jetzt die weißen Würfel zusammen eine 5 ergeben, dann gibt es so auf dem Spielplan 4 verschiedene Farben, grün, gelb, rot, blau. Und dann kann ich zum Beispiel bei der roten 5 einen Strich machen oder das ankreuzen. Dann darf ich aber nur noch rechts davon weitere Kreuze machen. Das heißt, ich kann die 1, 2, 3 oder 4 nicht mehr ankreuzen. Und je mehr Kreuze ich in einer Reihe gemacht habe, umso mehr Punkte bekomme ich. Dementsprechend möchte ich natürlich bei Gelb und Rot immer niedrige Zahlen machen, weil die gehen bei 2 los und bei Grün und Rot eher erstmal hohe Zahlen, weil die gehen bei 12 los. Aber das geht oftmals nicht und man muss immer ein Ergebnis nehmen, außer mit einem Fehlwurf, dann kriegt man 5 Minuspunkte. Und das wirklich Schöne bei diesem Spiel ist, es ist kurzweilig, es ist einfach zu lernen, es ist eigentlich relativ stumpf, aber trotzdem sehr spaßig und man ist auch immer dran, während die anderen was machen, weil die farbigen Würfel kann nur der dran ist, einen davon mit einem weißen Würfel kombinieren, aber die weißen Würfel kann jeder benutzen. So dass immer wenn irgendwer dran ist, kann ich bei mir gucken, kann ich das gebrauchen oder nicht. Wenn nicht, dann halt nicht. Wenn doch, dann freue ich mich, weil wow, dann konnte ich was Positives damit anfangen. Und das ist auch wieder so ein Spiel, im Prinzip wie so ein kleines Amigo-Kartenspiel, 6,95. Richtig, richtig viel Spielspaß. So, dann die Wissensspiele. Da habe ich jetzt nur 2 Spiele drin. Da könnte man auch mehr machen, aber da habe ich auch eine Liste zu, die sich mit den besten Wissensspielen beschäftigt. Also könnt ihr da auch nochmal reingucken. Aber auf jeden Fall, Anno Domini gehört eigentlich in jede Spielesammlung. Das ist eben auch so ein, nenne ich wirklich Wissensspiel, mehr so ein Einschätz- und Bluffspiel. Hat in einer so einer Box, es gibt da verschiedenste Editionen, Natur, Recht, Sex and Crime, Lifestyle, VIP, alles mögliche, Ernährung, Wortschrift, Buch und so. Und da sind immer ganz viele Karten zu diesem Thema drin, die das Thema aber auch sehr weit fassen. Also da kann immer alles Mögliche drin sein. Und wenn ihr zum Beispiel das Thema Erfindung habt, dann kann es sein, dass vorne einfach nur drauf steht Zitronenpresse, also wann wurde die Zitronenpresse erfunden, nur das erste Mal erwähnt, und hinten steht halt das Datum drauf. Man hat die Karten alle vor sich liegen und muss dann immer Karten in die Mitte spielen, wenn man denkt, das war, also die immer zeitlich richtig einordnen. Und man sagt, das war vor den Karten, die da schon liegen, oder hinter den Karten, die da schon liegen, also näher an heute dran, oder es einfach dazwischen, dann schiebt man die dazwischen, ohne sich die anzugucken. Und so wird die Reihe eben größer und größer und größer und da liegen immer mehr Karten und man weiß oftmals gar nicht, oh, wann war das jetzt? Und das kann so hinkommen oder auch nicht. Und dann muss man anscheinend lege ich noch eine Karte an oder zweifle ich an. Wenn ich anlege, übernehme ich die Verantwortung für die ganze Reihe. Egal, wer irgendwas falsch gemacht hat, wenn der Nächste anzweifelt und das wirklich falsch ist, bin ich der Gelackmeierte. Das heißt, man kann auch einfach sagen, ich zweifle an, damit alle Karten hier mitten liegen umgedreht. Wenn wirklich irgendeiner davon falsch sein sollte, bekommt der neben mir sitzt, 3 Strafkarten. Ziel ist es, alle seine 9 Karten vorher loszuwerden. Und wenn es dann doch richtig sein sollte, bin ich der Dumme, bekommt 2 Strafkarten und der Spieler neben mir fängt an.
Und das ist super gut. Also egal, wem man das bisher empfohlen hat, alle sind so nach ein paar Wochen oder Monaten wiedergekommen, meinen, hier ist Anno Domini, das war schon cooler, wenn wir es jetzt ganz oft gespielt, wir hätten gerne noch mehr. Und dann kaufen die sich halt noch eine Edition. Ich habe das auch mal gemacht, ich habe alle, die ich habe, auf dem Tisch und dann wild durcheinander gemischt, dann hat man noch ein bisschen mehr Abwechslung dabei. Und ja, also wenn ihr das noch nicht habt, holt es euch, wenn ihr es noch nicht kennt, guckt euch auf jeden Fall die Rezension dazu an. Das ist auch, also die erste Variante ist, glaube ich, von 98 oder so, also schon ewig alt. Aber meiner Meinung nach auch ein Klassiker, der in jede Spielesammlung gehört, weil das ist auch so ein Spiel, das kann man mit jedem spielen. Selbst Leute, die normal keine Quizspiele mögen, werden finden das, also zu, ich habe, glaube ich, noch keinen erlebt, der nicht gesagt hat, boah, das ist auf jeden Fall ganz nett. So, und das nächste Spiel ist Besserwisser. Trivial Pursuit ist bei mir so ein absolutes Hassspiel. Die Fragen sind immer doof, muss immer würfeln, auf das richtige Feld kommen und ist einfach irgendwie, ja, ist halt alle, wenn sie an Quizspiele denken, denken sie an Trivial Pursuit. Hoffentlich denken sie bald an Besserwisser. Besserwisser ist das bessere Spiel, meiner Meinung nach, weil es hat zum einen so diese Mechanik drin, dass man so einen Besserwisser-Stein hat. Das heißt, wenn irgendjemand eine Frage gestellt bekommt zu irgendeiner Kategorie und ich denke, ach, für einen Film hat Mama gar keine Ahnung, ich werfe mal einen Besserwisser-Stein, dann wird die Frage gestellt, erst darf dann meine Mutter antworten, dann darf ich antworten. Wenn die Antwort meiner Mutter richtig ist, dann ist egal. Wenn meine Antwort richtig sein sollte, bekomme ich dafür Punkte. Und ne, so kann man dieses Besserwissen so ein bisschen raushängen lassen. Man kann auch, man zieht so immer aus dem Beutel Kategoriesteine. Es gibt 20 verschiedene Kategorien. Architektur, Kunst, Literatur, Essen und Trinken, Gesellschaft, Filme, Politik, Technik, Wirtschaft, alles Mögliche. Und zu Beginn jeder Runde zieht man sich 4 Stück da raus. Und wenn ich jetzt irgendwie Kunst, Literatur, Film und Technik habe, dann lege ich mir natürlich Film auf 3, Technik auf 4, Kunst auf 2 und Literatur auf 1, weil ich da am wenigsten eine Antwort habe. Und wenn ich dann eine Frage, wenn Reihe um halt allen Leuten Fragen stellt, zu der ersten Kategorie, dann zur zweiten, dann zur dritten, dann zur vierten. Und wenn ich eine Frage aus der ersten Kategorie richtig beantworte, bekomme ich halt nur einen Punkt. Weiß ich sie nicht, was bei Literatur sehr zu erwarten ist, dann bekomme ich halt keinen Punkt. Aber dafür, wenn ich dann die Filmfrage richtig beantworte, bekomme ich 4 Punkte. Also kann jeder so ein bisschen seine Stärken und Schwächen auch da zur Geltung bringen. Halt die Bereiche, wo er viel weiß, auch da hoffentlich viele Punkte für bekommen, wenn er die Frage dann weiß. Und man hat eben noch so Swap-Steine. Das heißt, wenn irgendwer schon führt und boah, wir wollen nicht, dass jetzt irgendwie Papa schon wieder gewinnt. Dann können wir sagen, okay, wir spielen Swapstein und Papa hat irgendwie Technik auf 4, da kennt er sich voll aus, da legen wir mal Architektur hin, wo er sich gar nicht auskennt. Und dann kann auch wer anders sagen, okay, ich swap auch mal deine Natur weg mit meinem Gesellschaft, wo man auch irgendwie immer schwierige Sachen drin hat, die Papa oftmals nicht so weiß. Und so kann man auch versuchen, den Führenden auszubremsen. Mit diesem Besserwisser-Stein kann man auch, wenn der Führende gerade auf der Zielgerade ist, kann man den auch wieder rückwärts bewegen. Also das ist schön interaktiv. Man ist irgendwie immer im Flow, man muss nicht richtig würfeln. Super tolles Spiel. Gibt es auch neue Fragen mittlerweile zu, weil bei so Quizspielen werden Fragen ja auch einfach immer älter. Da kann man sich natürlich das Fragen-Upgrade-Pack zu kaufen, beziehungsweise kommt auch alle paar Jahre eine neue Edition raus mit aktuellen Fragen. Und wenn ihr bisher nur Trivial Pursuit kanntet, vergesst Trivial Pursuit, holt euch Besserwisser. So, dann die nächste Kategorie ist Partyspiele, Schrägstrich große Gruppen. Und das Spiel, das man auf jeden Fall haben müsste, was leider noch viel zu unbekannt ist, Stille Post Extrem. Das lustigste Spiel, das ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Ich habe noch nie konsequent so viel gelacht. Wir spielen das jetzt seit anderthalb Jahren regelmäßig. Man lacht regelmäßig Tränen. Das ist echt super geil. Und zwar ist es, ne, Stille Post sagt ja schon der Name, man kriegt zum Begriff, schreibt den auf seinen Blog, gibt diesen Blog dann weiter, kriegt von seinem Nachbarn einen Blog und dann guckt man sich den Begriff an, blättert um und malt diesen Begriff. Gibt dann das Gemalte weiter an seinen Nachbarn, der guckt dann, was habe ich da, darf nicht umblättern, nicht sehen, was es ist und sieht, okay, das sieht aus wie irgendwas, schreibt dann auf die nächste Seite, was er da sieht. Das machen alle gleichzeitig, dann gehen wir es wieder weiter, bekommen von unserem Nachbarn irgendeinen Begriff, wo wir denken, der kann nie auf der Karte stehen, so, malen dann das, was wir da quasi vorgegeben haben durch den Begriff, geben das wieder weiter, der nächste guckt wieder, was soll das denn sein, und das geht halt reihum, so dieses Malen ist eher ruhig, da macht es ein bisschen jeder für sich, aber dann, wenn alle fertig sind, dann setzt man sich nicht hin und guckt das selber durch, sondern der Reihe nach zeigt halt jeder, wie dann irgendwie aus dem Tod der Schneemann geworden ist oder was auch immer und was da so für Sprünge manchmal bei waren und auch wie manchmal die Rechtschreibung bei einigen Leuten ist. Super lustig, also da könnt ihr euch mal, ich habe in irgendeinem gezockt, ich glaube aus dem Februar oder so, da auch mal Bilder drin gezeigt von so einer aktuellen Runde. Super lustig, muss das einfach mitspielen, weil während man dabei ist, einfach extrem lustig. Ist halt ein Spiel für große Gruppen, man sollte es nicht unter 6 spielen, besser zu 7 oder 8, aber dann ein richtiger Knaller. Genau wie Vollmondnacht. Viele von euch werden ja das normale Werwölfe kennen. Wenn nicht, das ist halt so ein Deduktionsspiel für große Gruppen. Das halt den Nachteil hat, also es gibt da 2 Gruppen, die Werwölfe und die Dorfbewohner, ein Game Master, da werden nachts die Augen zugemacht, dann machen die Werwölfe die Augen auf, suchen sich einen raus, den sie fressen, dann sagt der Game Master, okay, jetzt machen alle die Augen wieder auf, außer Tim, Tim ist tot. Und dann müssen alle wild diskutieren, wer jetzt irgendwie ein Werwolf sein könnte, am Ende stimmen wir alle ab und derjenige, auf den dann die Mehrheit abstimmt, der ist dann halt tot. Wenn es ein Werwolf
Werwolfwahl. Gut, wenn wir alle Werwölfe getötet haben, haben die Dorfbewohner gewonnen. Wenn nicht, haben wir leider einen Dorfbewohner getötet und müssen dann weitermachen. Und das geht eben so lange weiter, bis entweder die Werwölfe alle Dorfbewohner gefressen haben oder die Dorfbewohner alle Werwölfe rausgehauen haben. Das Spiel kann man erst so wirklich gut ab 10 Leuten spielen. Einer ist immer Game Master, wenn man so jemand ist wie ich, der immer viel redet und immer am Anfang gleich getötet wird, weil man einfach viel redet, sitzt man halt dann noch eine halbe Stunde oder Stunde da und guckt den anderen zu. Das ist ein bisschen doof. Darum gibt es Vollmondnacht Werwölfe, das war so das Brettspiel-Blockspiel des Jahres 2014. Das funktioniert schon ab 5 Leuten, geht bis zu 10, mit Erweiterung kann man es glaube ich auch bis zu 14 spielen. Es gibt nur eine Runde dauert so 6-7 Minuten, keiner fliegt raus, alle spielen mit, es gibt keinen Game Master. Da denkt man erstmal, das kann gar nicht funktionieren, es funktioniert super gut. Da haben dann die Leute nachts alle irgendwelche Rollen, da gibt die Werwölfe, die müssen sich nur kennen, die töten dann keinen, sondern die sagen einfach, okay, wir decken uns jetzt, dann machen die Augen wieder zu, dann gibt es einen Seher, der kann sich schon das Plättchen angucken, weiß, okay, der ist Werwolf. Dann gibt es einen Unruhestifter, der darf von 2 Leuten die Plättchen tauschen. Dann gibt es einen Dieb, der kann sich von irgendwem das Plättchen klauen, legt ihm seins hin. Und so gehen so kreuz und quer so ein paar Sachen nachts ab und dann werden die Augen wieder aufgemacht. Und dann darf man sich sein Plättchen nicht mehr angucken und man gewinnt dann mit dem Team, das jetzt vor ihm liegt. Das heißt, wenn ich am Anfang Dorfbewohner war und der Unruhestifter hat mir einen Werwolf hingetauscht, dann muss ich das irgendwie rausfinden in dieser Runde und muss dementsprechend auch erstmal rausfinden, wer sagt was, wem kann ich trauen, weil, ne, wenn ich am Anfang denke, ich bin Dorfbewohner, stelle ich fest, oh, ich bin Werwolf, dann muss ich halt so spielen, dass ich irgendwie anders anschuldige, dass er ein Werwolf ist, was ich natürlich nicht tun sollte, wenn ich immer noch ein Dorfbewohner bin. Und vielleicht sagt ja auch nur der Unruhestifter, der sich zu erkennen gibt, dass er mich mit wem anders getauscht hat. Hat er aber gar nicht, weil eigentlich ist er ein Werwolf. Man kann dann niemandem trauen und das ist super gut. Also am ersten Abend, wo wir das gespielt haben, da haben wir ja, eine Freundin hatte schon eh keine Lust mehr und wollte eigentlich dann auch eine halbe Stunde nach Hause und die andere meinte so, Werwölfe, weiß nicht, irgendwie doof. Und dann haben wir das irgendwie eine halbe Stunde gespielt mit den normalen Rollen, fanden alle so, ja, okay, wenn du unbedingt willst, spielen wir noch einen. Dann haben wir die ganzen Dorfbewohner rausgenommen, hatten nur Sonderrollen drin und irgendwann hat es Klick gemacht. Dann ist es gezündet und dann haben wir es von 19 bis 1 Uhr nachts gespielt, 6 Stunden glaube ich am Stück und dann auch gerne regelmäßig immer mal wieder. Einfach ein super, super tolles Spiel und ja, wie gesagt, wenn ihr Werwölfe an sich mögt, aber euch ärgert, dass ihr es nie spielen könnt, dann guckt euch Vollmondnacht an, weil das funktioniert eben schon ab 5 Leuten, auch ab 3 Leuten sogar, wenn es alle kennen. Ich würde es eher ab 5 empfehlen, aber wie gesagt, wenn es alle kennen, macht das auch zu dritt schon Sinn und ist auch nicht teuer, also holt euch Vollmondnacht Werwölfe. Dann Codenames, so ein assoziatives Wortspiel, wo 25 Begriffe auslegen. Wir haben 2 Teams. In jedem Team ist einer der Code Master, der quasi so die Auslage sieht, wo er dann sieht, welche Begriffe jetzt zu meinem Team gehören und welche zum anderen Team gehören. Da muss man sich angucken, was passt da irgendwie zusammen, wie kann man diese Begriffe, das sind so Allerweltsbegriffe, so Erde, Mond, Igel, Schloss, ne, alles Mögliche. Und wenn ich dann dran bin als Code Master, muss ich mir ein Wort ausdenken und eine Zahl. Zum Beispiel kann ich sagen, flauschig 4. Und dann wissen meine Mitspieler, ah, da sind 4 Begriffe, die zum Wort flauschig passen und müssen halt überlegen, welche das sind. Und die passen oftmals so gar nicht zueinander, dass man sich irgendwas überlegen muss, was so um 3 Ecken gedacht so möglichst viele Begriffe verbinden kann, weil wer zuerst alle Begriffe erkannt hat, hat gewonnen. Das heißt, man könnte zwar sagen, irgendwie Weltall 1, wenn man auf Stern hinweisen möchte. Aber das ist doof, es macht mehr Sinn, irgendwas anderes mit 2, 3 oder 4 zu sagen, dass die Leute gleich mehrere Begriffe auf einmal kombinieren können, was es aber auch immer schwieriger macht, die miteinander zu verknüpfen. Und das Spiel braucht auch so ein bisschen zum Reinkommen, aber hat bei mir in 9 von 10 Gruppen richtig gut gezündet und ist einfach super gut für mich. Jetzt schon ein moderner Klassiker, den es noch lange, lange geben wird und der auch einfach in jeden Haushalt gehört, weil man es eben auch mit eigentlich unendlich viel Leuten spielen kann. Man braucht nur 2 Gruppen. Ab 4 Leuten macht das richtig Sinn. Ab 6 Leuten können die Teams auch untereinander diskutieren. Und ob man zu 10 oder zu 12 ist, ist komplett egal. Man kann das Spiel immer spielen. Je mehr Leute sich an der Diskussion beteiligen, umso unterhaltsamer wird es sein. So, dann Dixit war vor ein paar Jahren, ich glaube 2010, Spiel des Jahres, ist auch eher für große Gruppen geeignet. Also man sollte mindestens zu 4 sein, besser zu 5, 6. Wenn man die Odyssey-Variante hat, kann man sogar bei bis zu 12 Leuten spielen. Das ist ja oftmals ein Problem, dass man keine Spiele hat, die für so viele Leute gehen. Also da gehen Vollmondnacht, Codenames und Dixit absolut ohne Probleme. Und das ist so ein Assoziationsspiel. Ich weiß nicht, ob ihr das Fremdwörterspiel oder das Nobody's Perfect kennt. Aber es geht so ein bisschen in diese Richtung. Man hat so Karten mit ganz vielen bunten Bildern vor sich. Und wenn man selbst dran ist, dann muss man sich halt zu irgendeinem dieser Bilder ein Wort überlegen oder einen Satz oder ein Lied oder Summen oder ein Bäuerchen machen oder was auch immer. Sagt dann das, was einem dazu einfällt, legt das dann in die Mitte. Und es darf
das, also dann machen halt alle anderen, dann suchen sich dann eine Karte von ihren sechs aus der Hand aus, die möglichst gut dazu passt, weil dann werden die alle gemischt aufgelegt, dann müssen alle das Richtige tippen und wenn irgendwer ein Bild gelegt hat, das dann getippt wird, was von wem anders war, kriegt der dafür Punkte. Das heißt, man möchte möglichst verwirrende Bilder legen und man selbst darf es nicht zu einfach machen, weil wenn da irgendwie steht Sonnenblume mit Hut, also wenn ich gesagt habe Sonnenblume mit Hut und da ist eine Sonnenblume mit Hut, werden das alle tippen. Also kriege ich gar keine Punkte dafür, weil das ist dann zu einfach gewesen. Man muss immer so ein bisschen um die Ecke denken, sage ich dazu aber Desoxyribonukleinsäure. Und keiner tippt das, habe ich es zu schwer gemacht, dann bekommen auch alle Punkte außer mir. Also man muss das ein bisschen kreativ sein und auch das ist wieder so ein Spiel, gerade wenn man das mit neuen Leuten spielt, die auch vielleicht sagen, Partyspiele, nee, mögen wir nicht so, dann ist man selbst am Anfang immer der Erste, der sich so die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Begriffe ausdenkt und dann irgendwann denkt man sich, okay, was fällt mir jetzt an, denn, Moment, jetzt will ich. Und dann sind die dann auch voll drin und da kommt man sehr, sehr schnell rein. Auch eines der Lieblingsspiele meiner Mutter, spielen wir Weihnachten, wenn wir genug Leute sind, immer zu Hause. Und irgendwann hat man die 84 Karten aus dem Basisspiel schon durch, aber es gibt mittlerweile 5 oder 6 Erweiterungen zu. Ich habe nicht alle geholt und mittlerweile sind da immer wieder Karten bei, die selbst ich noch nicht gesehen habe und noch nicht kenne. Und meiner Meinung nach auch ein absolut tolles Spiel, das einfach richtig, richtig viel Spaß macht und auch in jeden Haushalt gehört. Bausack, wir spielen ja alle von unserer Natur aus irgendwie scheinbar gerne mit Bauklötzen. Alle Leute, denen ich bisher, die gesagt haben, sie mögen nicht gerne Spiele und ist nicht so was für sie, Bausack fanden sie alle toll. Also Geschicklichkeitsspiel, bei dem wir so ganz viele verschiedene geformte Holzteile haben und das Spiel geht in der Variante, in der wir spielen, einfach so, ein Teil wird in die Mitte gelegt und darauf bauen wir dann diesen Turm auf und jeder muss immer ein Teil da reinbauen, die sind halt manchmal rund und manchmal ganz komisch geformt, dass die auch leicht runterfallen und so, man muss das halt irgendwo einbauen, ohne dass irgendwas runterfällt oder den Tisch berührt. Sobald ich irgendwas eingebaut habe und dann der Turm einstürzt, bekommt der vor mir dran war, einen Punkt. Und wer zuerst 3, 5 oder 10, das kann man selbst frei aushandeln, Punkte gesammelt hat, hat gewonnen. Und das finden auch Leute toll, die sonst keine Geschicklichkeitsspiele mögen, weil man da eben so ein bisschen frei bauen kann, kreativ bauen kann. Gibt es auch noch in der Anleitung ganz andere Spielvarianten, aber wir spielen eigentlich immer die, weil die die spaßigste ist. Und wie gesagt, das ist ein Spiel, mit dem bekommt man fast jeden Nicht-Spieler, weil das einfach, ich glaube, das sind die Bauklötzen, das liegt einfach in unserer Natur. So, wenn man noch ein bisschen mehr in den Wettstreit mag und das so um die Wette, dann ist Ubongo, das ist mittlerweile auch schon, glaube ich, über 10, 13, 14 Jahre alt, ein super geiles Spiel. Die Teile beim Spiel sehen so ein bisschen aus wie Tetris und hat da so eine Auslage vor sich, wo man dann einer würfelt, dann sucht man sich die entsprechenden Teile raus, die alle aussehen wie so Tetris-Teile und dann wird die Sande umgedreht und während die Sande durchläuft, müssen wir die alle genau so auf die Vorgabe basteln, dass es passt. Dazu muss man ein bisschen knobeln, die drehen, anders hinlegen und wer zuerst fertig ist, ruft Ubongo, der kriegt dann halt irgendwie 4 Punkte, der zweite ruft auch Ubongo, kriegt dann noch 3 Punkte, der letzte 2 und der vierte gar keinen. So die Variante spielen wir immer, die ist einfacher als das mit diesem Brett, das vergesst das mit dem Brett, das ist totaler Schwachsinn. Die Anleitung hat irgendwie eine Seite für Spiel und 3 Seiten für die Punkte, also aber jetzt einfach die Punktevariante, die wir gerade hatten, das ist einfach die unkomplizierteste und spaßigste. Und da wird man irgendwann gut drin. Dann gibt es noch eine Rückseite, wo man nicht nur 3 Teile einbauen muss, sondern 4 Teile. Das wird dann noch schwieriger. Und irgendwann können das alle so gut, dass es wirklich nur noch darum geht, wer das in die Wette am schnellsten gemacht hat. Wenn man das irgendwann zu leicht findet, gibt es noch Ubongo Extrem. Da hat man dann nicht so viereckige Teile, sondern sechseckige Teile. Da klappt das nicht mehr mit drauf gucken, sondern da muss man dann wirklich puzzeln. Also das ist wirklich eine Herausforderung. Und dann gibt es noch 3D. Da hat man so Holzteile, die halt dreidimensional sind und die muss man dann auch so auf die Vorlage bauen, dass die genau passen, einen geschlossenen Klotz ergeben und richtig cool, aber dafür muss man eben diesen Wettstreit, dieses hektische mögen, das kann eher nicht der Junior mit der Oma spielen, weil die Oma wird wahrscheinlich immer sagen, boah, nee, aber man kann das auch mit Kindern und Erwachsenen spielen, zumindest wenn die Kinder schon einigermaßen soweit sind, dann spielen die Kinder einfach die einfache Variante und die Erwachsenen die schwierigere Variante und dann hat man da auch wieder so ein bisschen Wettstreit drin. So, und dann ein Spiel, das hier eigentlich nicht so reinpasst, aber es passt auch in keine andere Kategorie, Escape, der Fluch des Tempels, das ist ein Echtzeitspiel. Dafür müsst ihr also hektische Spiele mögen, weil das Spiel dauert nur 10 Minuten. Währenddessen läuft eine CD, die uns ein bisschen so den Takt vorgibt. Und während dieser 10 Minuten werdet ihr nichts machen, außer würfeln, 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 würfeln. Die ganze Zeit nur würfeln. Es ist so ein Abenteuerspiel, wo wir Forscher sind, die in so einem Tempel sind und wir müssen aus diesem Tempel raus. Wir sind gierige Forscher, deswegen können wir nicht raus, bevor wir nicht eine bestimmte Anzahl an Schätzen geborgen haben. Und dann müssen wir überhaupt noch den Ausgang finden und müssen halt die ganze Zeit würfeln, um erstmal zu entdecken, den Tempel, um Räume aufzudecken, um Flüche wieder loszuwerden, die wir bekommen, um die Schätze dann zu bergen, um halt weiter und weiter durch diesen Tempel zu gehen, dürfen uns da aber auch nicht zu weit in irgendeine Ecke verlaufen, weil nach 3 Minuten kommt so ein Gong und dann müssen wir ganz schnell wieder in den Ausgangsraum, sonst fällt irgendwie die Tür zu, der Tempel stürzt ein, wir verlieren dauerhaften Würfel, was es uns schon deutlich schwieriger macht, aus diesem Tempel überhaupt rauszukommen. Und das passiert halt 2-mal während dieser 10 Minuten und dann beim letzten Gong quasi haben wir noch 30 Sekunden Zeit und müssen dann den Ausgang gefunden haben und aus diesem Tempel rauskommen. Super hektisch, aber auch richtig, richtig toll. Man muss eben diese Hektik bei diesen Spielen mögen und es gibt noch verschiedene Module, also ich empfehle
jeden, kauft doch gleich die erste Erweiterung dazu, weil irgendwann ist man da so gut drin, dass man das regelmäßig schafft. Dann kann man sich mehr Schätze geben, die man plündern muss, aber selbst das bekommt man dann irgendwann hin. Und dann gibt es halt noch so Module mit neuen Räumen, mit irgendwelchen Aufgaben, die man auch zwischendurch erfüllen muss. Also man kann sich das damit unschaffbar schwer machen. Auch, dass der Tempel einfach immer größer wird, dass man durch immer mehr Raumteile durch muss, bevor diese 10 Minuten rum sind. Also das kann man sich, wie gesagt, so schwer machen, wie man das gerade braucht. Oder auch mit so Charakteren, die man reinnehmen kann, in der zweiten Erweiterung wieder ein bisschen leichter machen. Aber wie gesagt, Escape war, glaube ich, auch in meiner All-Time-Top-10-Liste drin. Ja, wenn man diese Echtzeitspiele mag und auch kooperativ das mag und mit dieser Hektik umgehen kann, dann ist das einfach auch, finde ich, jetzt schon ein Klassiker. Und ja, sollte man sich zulegen. Wenn ihr es noch nicht kennt, guckt es euch an, außer ihr könnt mit dieser Hektik in Spielen gar nichts anfangen. So, und dann die letzte Kategorie in dieser Liste sind die Strategiespiele. Die also schon ein bisschen mehr Regeln erfordern, die oftmals auch so ein Brett haben, auf dem man dann spielt, wo man sich halt dann auch schon so eine Stunde oder zwei Stunden hinsetzen muss. Das andere waren ja eher so, sag ich mal, locker leichte, kurzweilige Spiele, wobei ein Kuhhandel auch mal zwei Stunden dauern kann. Aber das sind jetzt, wie gesagt, so eher die großen Spiele, die mehr in Richtung abendfüllendes Spiel gehen, wobei die auch, früher gab es ja manchmal solche Spiele, die waren 3-4 Stunden lang, die sind jetzt alle eigentlich so zwischen einer Stunde und 2 Stunden angesiedelt und bereiten dann auch auf spätere, ein bisschen tiefgehendere Strategiespiele vor, sind aber immer noch so, dass die eigentlich ja auch Nicht-Spieler oder wenig Spieler begeistern, dass auch die Freunde vielleicht gerne mal mitspielt. Und das erste Spiel da, wo wir gerade bei der Freundin sind, ist Takenoko. Das Spiel ist einfach super, super süß. Es ist so ein Auftragserfüllungsspiel von seinem Grundcharakter her. Also wir ziehen am Anfang so Aufträge, die wir erfüllen müssen. Und die Aufträge können zum Beispiel sagen, wir haben so einen kleinen Panda. Und der Panda, der läuft über das Spielfeld, wo halt so verschiedene Bambusgebiete liegen. Und da wird immer so Bambus angebaut, also auch so wirklich 3D-Bambus, den man so hochbaut. Und den muss der Panda fressen. Und wenn er eine bestimmte Variante von Bambus in seinem Magen hat, kriegt man dafür die Punkte. Oder dass man irgendwie diese Bambusfelder in einer bestimmten Art und Weise auf dem Feld ausgelegt haben muss, dann bekommt man dafür auch Punkte. Und wie gesagt, dieser Panda ist einfach schon so super süß, und dann dieses Bambusfelder, die man so nach und nach hochbaut, also es besticht einfach sehr durch seine Optik, sehr durch seinen Charme und ist einfach super nett und kurzweilig gespielt. Und gerade, also es gibt ja viel, also Zug um Zug kommen wir gleich auch noch zu, das ist ja auch so ein Spiel, das viele Leute mögen, weil man da einfach Sachen sammelt, Aufträge erfüllt, dafür Punkte bekommt. Das ist so eine Art von Spielen, die spricht ganz, ganz viele Leute an. Und da ist Takenoko, finde ich, so ein Musterbeispiel für, gerade wenn es so gemütlich sein soll, einfach so ein nettes Familienspiel, das nicht so furchtbar kompliziert ist, aber einfach, ja, einfach angenehm zu spielen ist und eben auch durch diesen Charme besticht. Wenn man sich dann die Erweiterung dazu holt, dann kriegt man auch so eine kleine süße Panda-Dame. Und wenn dann Panda-Papa zu Panda-Mama aufs Feld kommt, dann können die kleine Panda-Babys bekommen. Nicht andersrum, also es funktioniert nur so rum. Und ja, einfach super zuckersüß und ja, also wenn ihr es nicht kennt, guckt es euch auf jeden Fall mal an. Dann Stone Age, das ist schon eines der komplizierteren Spiele in dieser Liste. Das ist im Prinzip so eine Vorbereitung auf Worker-Placement-Spiele. Man hat so einen Spielplan und da gibt es einfach so verschiedene Bereiche. Es gibt so eine Hütte, wo man Kinder bekommen kann. Es gibt so einen Wald, wo man jagen gehen kann, um Nahrung zu sorgen. Es gibt irgendwie oder so eine Wiese, wo man irgendwie Nahrung sorgen kann. So einen Wald, wo man Holz holen kann. Einen Steinbruch, wo man hingehen kann. Eine Goldmine, wo man hingehen kann. Und so ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. Und man hat so eine bestimmte Anzahl an Leuten aus seinem Stamm. Und da muss man immer, wenn man dran ist, sich entscheiden, wie viele von meinen Leuten setze ich auf welches Feld. Also wo setze ich meine Arbeiter ein? Und dann kann ich hinterher halt, okay, im Wald habe ich irgendwie 5 Arbeiter, also würfel ich da dann irgendwie 5 Würfel und teile das Ergebnis durch 2 und bekomme so viel Holz. Während irgendwie in einer Goldmine ich das Ergebnis schon durch 5 teilen muss. Also um da überhaupt was zu bekommen, muss ich da viele Arbeiter hinstellen, bekomme dann trotzdem wenig Ertrag, dafür ist diese Ressource aber super wichtig. Und das besticht eben sehr durch dieses Steinzeitthema, weil das ist auch nicht so präsent in Spielen. Und man muss eben auch so Sets sammeln. Es gibt so verschiedene Hütten, die man sich bauen kann, wodurch man auch irgendwelche Punkte bekommen kann oder sonstige Vorteile. Und man muss auch mal ein bisschen Nahrung für seinen Stamm besorgen, damit der dann eben ja auch essen kann und nicht hungert im Winter. Und ein super beliebtes Spiel war in dem gleichen Jahr zum Spiel des Jahres nominiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo Keltis nominiert war. Und ja, also eigentlich für die gesamte Spielergemeinschaft wäre Stone Age das wahre Spiel des Jahres geworden, weil es einfach in, ja, damals zu der Zeit so eines der prägenden Worker-Placement-Spiele war und auch, finde ich, noch viel gute Arbeit geleistet hat für alle guten und auch teilweise noch anspruchsvolleren Worker-Placement-Spiele, die danach kamen. So, dann Zug um Zug, ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, auch wieder ein Spiel, wo wir Sachen sammeln, Spiel des Jahres 2004, auch heute noch ein Klassiker, finden richtig viele Leute richtig gut. Vom Grundprinzip her geht es einfach darum, dass wir so verschiedene Bahnstrecken haben in Deutschland oder Amerika, je nachdem welche Variante man sich holt, und dann bekommt man am Anfang so Aufträge, baue irgendwie eine Verbindung von A nach B. Wenn die halt ganz weit ist, bekommt man dafür ganz viele Punkte, ist die ganz kurz, bekommt man dafür weniger Punkte. Dafür ist sie aber auch leichter zu erfüllen. Und im Prinzip sammelt man immer nur so Karten, weil die Karten haben bestimmte Farben und auf dem Spielplan sind verschiedene Strecken
Karten verschiedene Farben und ich muss immer so viele Felder, wie die Strecke lang ist, so viele Karten dieser Farbe ausspielen, um da meine Züge drauf zu legen. Und dann muss ich halt möglichst so eine durchgehende Verbindung haben oder manchmal auch einen Umweg, wenn eine Strecke schon belegt ist, um halt die beiden Bahnen für, zu verbinden und dafür Punkte zu bekommen. Ich kann dann im Spiel noch neue Karten nachziehen, dass ich halt noch andere Aufträge erfüllen kann, die hoffentlich so in meiner Nähe sind, dass ich die erfüllen kann. Und wie gesagt, ein großer Teil des Spiels besteht einfach darin, Karten zu sammeln. Und eigentlich oftmals auch in vielen Runden so, nehme mir die Karte, nehme mir die Karte, ich nehme mir die Karte, ich nehme hier den Joker, ich nehme mir die Karte. Das machen halt drei um alle, aber alle haben auch immer Angst, weil die wissen, okay, ich muss jetzt mal die Karten ein wenig rausspielen, weil wenn ich jetzt noch die nehme, die ich eigentlich gerne hätte, kann es sein, dass irgendwer anders nächstes und sagt, bumm, ich spiele hier meine Karten aus, lege da meine Züge drauf, das ist meine Strecke und das war genau die Strecke, die ich gerade haben wollte. Das ist dann doof. Und auch super kurzweilig, schon sehr strategisch, wenn man da sich erstmal ein bisschen reingefuchst hat, so welche Strecken holt man sich, was für Karten sammelt man, welche Spots belegt man sich zu Anfang. Und wie gesagt, schon uralt, aber es gibt da mittlerweile, ich glaube, 5, 6 Versionen von. Es gibt jetzt auch so Map-Packs, wo man sich noch neue Karten kaufen kann. Indien und Europa und alles Mögliche. Das kennen eigentlich mittlerweile auch schon richtig viele Leute, aber vielleicht kennt ihr es ja bisher noch nicht, dann guckt es euch auf jeden Fall mal an. So, und dann ein richtig tolles Spiel, Tobago. Das ist auch mal wieder ganz anders, als es andere Spiele so sind. Das ist so ein Deduktion, nicht so ein Deduktionsspiel, so ein Schatzsuchspiel. Wir sind auf so einer Insel, auf dieser Insel gibt es so verschiedene Gebiete. Und es gibt so 4 verschiedene Schätze und wir können da mal Karten hinlegen, wo die sein können. Die Karte kann dann zum Beispiel sagen, der Schatz grenzt an einem Waldgebiet. Und dann wissen wir schon mal, okay, er kann nur noch irgendwie auf den Planteilen liegen, wo Wald überhaupt ist. Und dann können wir vielleicht unsere Spielfigur da schon mal so in die Nähe bewegen, wobei das oftmals auch weit aufgegrenzt ist auf der Insel. Und dann ist halt wer anders und dann kann halt spielen, liegt nicht am Wasser. Da sind schon mal alle Felder, die nicht am Wasser liegen, aber ans Wald an Wald angrenzen, ausgeschlossen. Und so kann man das halt nach und nach eingrenzen und man muss es immer so bauen, dass es möglichst dicht am eigenen Standort dran ist und dass da auch die tollen, wertvollen Schätze liegen, dass man da noch irgendwelche Boni für bekommt. Das hat mich sehr, sehr geflasht. Das ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, das hat mittlerweile schon so 5, 6 Jahre auf dem Buckel. Ich habe es im letzten Herbst das erste Mal gespielt und es hat mir richtig gut gefallen. Also von diesen, sag ich mal, einfachen Strategiespielen bin ich ja normalerweise nicht so der größte Fan, weil ich mag dann auch eher so ein bisschen so mehr so Abenteuerspiele, Spiele, wo man irgendwie würfelt und dann Charaktere ausbaut und sowas in der Richtung. Aber dieses Tobago, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Allen anderen, mit denen wir es gespielt haben, auch. Hat wunderschönes Spielmaterial. Da stehen so Statuen auf dem Spielfeld, die dann immer in eine bestimmte Richtung gedreht werden. Und die sind schon super hochwertig und das ist einfach alles in allem ein richtig, richtig tolles Spiel. Also wenn ihr, das habe ich jetzt schon bei einigen Spielen gesagt, aber wenn ihr Tobago noch nicht kennt, guckt euch da auf jeden Fall mal das Video zu an. Das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. So, dann, ich habe es ja bei Star Realm schon mal erwähnt, Deckbau. Die Mutter aller Deckbauspiele ist Dominion. Ich weiß nicht, ob ihr Deckbauspiele kennt. Vielleicht kennt ihr sowas wie Magic the Gathering oder so andere Spiele in der Richtung. Das ist ein Spiel, wo ein Magier gegen anderen Magier spielt, was im Prinzip daraus besteht, dass der normale Magic-Spieler zu Hause 5000 Karten hat und sich dann hinsetzt und sich überlegt, okay, welches Deck möchte ich jetzt mal ausprobieren und baut sich dann aus seinen 5000 oder 500 oder wie viel auch immer Karten halt so ein Deck zusammen. Das ist dann eigentlich schon Teil des Spiels und dann trifft er sich halt mit irgendjemand anders und probiert nur noch dieses Deck aus und spielt das runter. Und bei Dominion ist es so, dass diese Vorbereitungszeit, dieses Deckbauen, was man normal allein zu Hause macht, das ist quasi das Spiel. Und das ist super genial, weil bei Magic, da muss man viel Geld reinstecken, man muss zufällige Booster kaufen, wer die teuren Karten hat, der bekommt, gewinnt dann wahrscheinlich auch, weil es einfach Karten sind, mit denen man Spiele gewinnt. Und bei Dominion haben einfach alle die gleichen Voraussetzungen, alle müssen sich nur überlegen, welche Karten kaufe ich in welcher Reihenfolge, damit ich da die meisten Punkte draus bekomme, welche Karte kaufe ich wie oft, welche Karte brauche ich vielleicht gar nicht in dieser Konstellation. Und das richtig Gute an dem Spiel ist, es gibt insgesamt 25 verschiedene Kartendecks in dem Spiel, von denen man immer 10 rausnimmt, mit denen dann spielt, da muss man sich überlegen, welche Kombination ist hier die beste und dann ist man fertig und nach der ersten Partie wird man vielleicht sagen, das war jetzt nett, aber ist da so das Besondere dran. Dann nimmt man einfach 10 andere Karten, die man neu kombiniert und spielt damit dann und merkt dann, oh, das ist ja die gleiche Karte, aber hat vielleicht eine ganz andere Funktion und probieren wir mal eine neue Strategie aus. Und dann spielt man wieder, nimmt wieder 10 zufällige neue Karten. Und allein mit der Grundbox, ne, ich meine 25 Karten, von denen man 10 nimmt. Ich bin super schlecht in Mathe, aber ich glaube, das sind schon über 1 Million Möglichkeiten. Und es gibt da mittlerweile 8, 9, 10 Erweiterungen zu, wo auch immer so zwischen 25 und 10, 12 neuen Karten drin sind. Wenn man die alle hat, dann hat man, glaube ich, 300-400 Karten, von denen man 10 auswählen kann. Was einfach mal zur Folge hat, dass selbst ich, der 5000 Partien davon gespielt habe, ich habe das sehr oft in meiner Prüfungszeit gespielt, immer noch Varianten-Setups entdecke, wo ich nicht die beste Strategie gleich erkenne oder neue Strategien ausprobiere, die entweder klappen oder nicht. Also es ist wie so eine Tüte Chips. Man greift da rein, isst und kann eigentlich nicht aufhören, solange die Tüte Chips neben einem liegt. Genauso ist es mit Dominion. Wenn man es kann, dauert es eine halbe Stunde und dann kann man halt Partie um Partie um Partie spielen. Der Suchtfaktor ist da extrem hoch und es ist super gut zu zweit. Deswegen, wenn ihr ein tolles Spiel für 2 Leute sucht, was einfach
unendlich viel Variation hat und mit ganz, ganz wenig Regeln auskommt und einfach super gut ist, meiner Meinung nach eines der besten Spiele aller Zeiten, dann guckt euch Dominion an. So, und wenn ihr Abenteuerspiele mögt, dann guckt euch die Legenden von Andor an. Das ist so eine ganz nette Einführung in Abenteuerspiele, auch ein kooperatives Spiel. Wir spielen alle zusammen, müssen halt in so einem Fantasy-Universum gemeinsam irgendwelche Missionen erfüllen. In dem Grundspiel sind so 5 Stück drin, wobei eine so gemacht ist, dass man die immer wieder spielen kann, weil man immer wieder andere Ziele und Aufgaben hat. Und das Schöne beim Spiel ist auch, dass die Einführung sehr einfach ist. Man muss nicht stundenlang sich hinsetzen, erstmal Regeln lesen und so, sondern man setzt sich hin, guckt in die Regel, wie baut man das alles auf. Und da kann man quasi losspielen und beim Spielen werden dann so nach und nach die Regeln erklärt. Also da ist man extrem schnell drin, hat halt so ein Fantasy-Thema, ist dementsprechend auch durchaus was für jüngere Mitspieler und hat auch vor 2, 3 Jahren, so einfach vor kurzem, den Kennerspiel des Jahrespreis gewonnen. Gibt es auch schon eine große Erweiterung zu, ein paar kleine Erweiterungen im Internet, ganz viele Fan-Erweiterungen. Also das ist auch ein Spiel, das man sich zum Einstieg in diese Welt der Abenteuerspiele durchaus mal zulegen kann. Und wenn man da auf den Geschmack kommt, gibt es da auch noch viel, viel mehr. So, dann Pandemie. Ich habe ja schon ein paar Mal von kooperativen Spielen gesprochen, also Spiele, in denen alle gemeinsam gegen das Spiel spielen. Und so die Mutter aller kooperativen Spiele, es gab zwar früher schon ein paar andere, ich meine, Herr der Ringe und Obstgarten ist auch ein kooperatives Spiel, aber das Spiel, das den Boom so wirklich losgetreten hat, war Pandemie, wo die Welt von irgendwelchen Krankheiten bedroht wird, die die Erde auslöschen wollen. Und wir spielen so ein Team von Wissenschaftlern und Forschern und müssen gemeinsam dagegen vorgehen, müssen Gegenmittel finden, müssen zu den richtigen Orten reisen, für richtige Städte heilen, haben dazu mal so ein paar Aktionen, die wir pro Runde durchführen können, müssen uns mal gut absprechen, koordinieren, wer geht wohin, wer nutzt seine Spezialfähigkeit wann wie, wer tauscht wann wo mit wem Karten, wer geht irgendwo hin Krankheiten kurieren. Und ja, super tolles Spiel, gibt es auch schon ganz viele Erweiterungen zu, die das dann noch ein bisschen schwerer machen, noch ein paar mehr Varianten reinbringen, neue Charaktere reinbringen. Es gibt Pandemie Legacy, wenn ich da jetzt anfangen würde zu erzählen, würde ich glaube ich eine halbe Stunde nur über dieses Spiel erzählen. Das ist im Prinzip das gleiche Spiel, nur dass es nicht normale Spiele spielt man einmal, ist dann fertig damit. Fängt dann beim nächsten Mal wieder an, hat eine andere Herausforderung, aber man ist halt abgeschlossen bei so einem Spiel. Pandemie Legacy erzählt so eine Geschichte. Von Spiel geht es einfach immer weiter. Man ist zwar auch fertig, aber hat zwischendurch mal irgendwelche Aufkleber aufs Spielfeld geklebt, die das Spiel permanent verändern. Man hat irgendeine neue Mission bekommen, die man dann abschließen muss, und wenn man die geschafft hat, hat man in der nächsten Partie eine neue Mission, die auf der alten aufbaut. Und man hat so Charaktere, die irgendwelche Spezialfähigkeiten bekommen. Das ist alles einmalig in der Spielvariante, die, also in dem Spiel, das ihr habt. Mein Pandemie Legacy, also ich habe es auch 3-mal, steht hier oben im Regal, alle 3 Varianten sehen komplett anders aus, weil jedes Mal andere Dinge passiert sind, andere getroffen worden, und das ist wirklich ein Spiel, da ist man voll drin, weil man hat eine Bindung zu den Charakteren, zu seinem Spiel, seine Geschichte. Also wenn ihr sowas mögt, was nochmal eine ganz andere Art von Spielen ist, die ich bisher aufgezählt habe, dann guckt euch Pandemie Legacy an. So, und das letzte Spiel in dieser Kategorie, Seven Wonders, das ist im Prinzip so ein Kartendraft-Spiel. Da werden jetzt vielleicht einige nicht wissen, was es ist. Aber eigentlich geht es in diesem ganzen Spiel nur um dieses Kartendrafting. So wie bei Deckbau, bei Dominion, so das Hauptelement des ganzen Spiels war, ist es bei Seven Wonders Drafting. Es geht darum, dass wir in so einer Stadt bauen, als antike Bauherren, wollen unser Wunder ausbauen, unsere Stadt ausbauen, wollen Punkte bekommen für alle möglichen Sachen Punkte. Und die Hauptmechanik des Spiels, wir haben 7 Karten auf der Hand, suchen uns einen davon aus, die uns vielleicht eine erste Runde Ressourcen bringt oder die uns irgendwelche tollen anderen Vorteile bringt, legen die für uns ab, nehmen unsere Karten, geben die an den anderen Mitspieler weiter, bekommen von anderen Mitspieler seine Karten, bauen dann unsere Karte, gucken uns dann die Karten an, die wir bekommen haben, suchen uns davon wieder einen aus, geben die Karten an den nächsten Mitspieler weiter, bekommen neue Karten, bauen unsere Karten, suchen uns davon wieder einen aus. Und das so lange reihum, bis alle Karten durchgespielt wurden, außer die letzte. Und das machen wir 3 Runden lang, und dann gibt es halt für die verschiedenen Gebäude unterschiedlich viele Punkte, und wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und das ist auch echt ein schickes Spiel, das richtig, richtig vielen Leuten gefällt, weil es von der Grundmechanik und den Grundregeln her super einfach ist, aber man trotzdem auch immer die Karten in der neuen Kombination auf die Hand bekommt, immer wieder neue Strategie fahren muss, und man kann es von 3 bis 7 Leuten spielen, und egal, ob ihr es zu dritt spielt oder zu siebt, es dauert immer gleich lang, also vielleicht zu 7, 5 Minuten länger, aber dieses ich bekomme die Karten, suche mir einen davon aus, leg die vor mir ab und baue die. Das machen, ob man zu dritt oder zu siebt, das ist vollkommen egal, das machen das alle gleichzeitig. Vielleicht grübelt dann hier mal einer eine halbe Minute länger und hier einer eine halbe Minute länger, deswegen dauert es zu siebt ein bisschen länger. Aber im Prinzip könnt ihr es halt mit 7 Leuten spielen, was bei wenig Spielen der Fall ist. Bei dem Spiel macht es auch richtig Sinn und Spaß, es mit vielen Leuten zu spielen, auch wenn es zu dritt und so auch schon ganz gut funktioniert. Und es ist dann eben in einer relativ kurzen Zeit spielbar. Ich glaube, deswegen ist es auch so beliebt gewesen. Und es gibt im Grundspiel auch eine 2-Personen-Variante, die ist aber doof, wenn ihr eher zu zweit seid, aber dieses Spiel an sich mögt oder toll findet oder interessant findet, dann guckt euch Seven Wonders Duel an. Das ist dann die 2-Personen-Variante, wo die Kartendraft Mechanik raus ist, da gibt es dann so eine Pyramide, werden Karten zu so einer Pyramide auf dem Tisch aufgebaut, und dann nimmt man sich immer offenliegende Karten davon. Das hat eine etwas andere Mechanik, aber genau das gleiche Spielgefühl, und ist auch ein super tolles 2-Personen-Spiel und richtig, richtig schick.
So, das war jetzt meine Übersicht über die 25 Spiele, die ich so als Grundlage für eine Spielesammlung empfehlen würde. Wie gesagt, ich habe hier alleine meine Liste von Spielen, die ich rausgestrichen habe, noch 20, 25 andere Spiele. Also ich hätte auch locker 50 Spiele machen können. Aber das Video ist jetzt bestimmt schon so 40, 50 Minuten lang, was für 25 Spiele, glaube ich, ein ganz guter Wert ist. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ich werde vielleicht mit den anderen Spielen, die im Prinzip auch in diese Liste gehört hätten, vielleicht nochmal ein anderes Video machen, dass ihr euch da einfach noch mehr habt, was ihr euch rauspicken könnt. Und ich werde irgendwann ein paar Wochen dann auch mal eine Liste machen. Das sind ja bisher alles so Einstiegsspiele, wenn man so noch nicht die Riesenspielesammlung hat, noch nicht so ganz viele Mechaniken kennt, weil ich merke das auch bei mir beim Spiele erklären. Ich setze oftmals richtig viel voraus, dass bestimmte Mechaniken wie Kartendraften bekannt sind oder irgendwie als Aktionspunkte nach einer Runde verfallen in manchen Spielen, wenn die nicht ausgegeben werden. Und das sind einfach Sachen, die sind vielen Leuten nicht vertraut, weil die kennen solche Art von Spielen nicht. Deswegen habe ich hier versucht, viele Varianten von Spielmechaniken reinzunehmen, damit man da einfach schon mal grundsätzlich mit vertraut ist. Und dann wird es, wie gesagt, in ein paar Wochen, Monaten, wann auch immer, nochmal eine Liste geben mit fortgeschrittenen Spielen, Spiele, die halt schon voraussetzen, oder nicht voraussetzen, aber wo es halt schon gut ist, wenn man ein bisschen Erfahrung mit Spielen hat, oder die sonst eben einfach eine bisschen höhere Einarbeitungszeit fordern, dafür oftmals aber noch ein bisschen tiefgehender sind. Und dann irgendwann wird es auch nochmal eine Liste geben von Spielen, wo ich sage, okay, dafür müsst ihr wirklich richtige Cracks sein, um die zu spielen. Ja, aber auch das ist, glaube ich, hoffentlich interessant. Ich hoffe, wie gesagt, es war jetzt was für euch dabei. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Ich weiß, ich habe teilweise wieder recht schnell geredet. Ich hoffe, ihr seid trotzdem mitgekommen. Natürlich gibt es hier noch viel, viel mehr Spiele, die da reingehört hätten. Wie gesagt, ich habe auch noch welche über. Lasst mir gerne einen Kommentar da, welche Spiele ihr noch in diese Liste nehmen würdet, wo ihr denkt, wow, das hat er nicht genannt, aber das muss auf jeden Fall in jede Spielesammlung. Und ja, ich freue mich wie immer über Kommentare, Anmerkungen und Feedback dazu und sage bis bald und tschüss.